So, Freunde des Fußballs, ich bin's wieder, euer Baumi, und wir spielen eine weitere Runde mit unseren Mannschaften im FIFA Ultimate Team. Ihr seht schon, da haben wir was. Feines aus Frankreich, nein, keine Schnecken, keine Frösche, sondern eine Mannschaft aus der Ligue 1. Und das Ding sieht nicht so schlecht aus. Damit wollte ich heute ganz gerne mal zocken und hier den Aufstieg zu schaffen. Ja, so ein bisschen Problem habe ich mit den Innenverteidigern, weil die halt sehr langsam sind. Jérémy Bréchet, 34er Tempo. Sorbon, 53er Tempo, reißt einen jetzt nicht wirklich vom Sockel. Allerdings habe ich hier die Möglichkeit, mit der Mannschaft eine Doppel-6 hinzustellen und einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der sehr gefährlich nach vorne ist. Ein klasse Kopfballmann, der auch gut schießen kann. Djordjevic, gute Außenspieler. Also mit denen würde ich das ganz gerne mal probieren. Also wir haben ja zwei Möglichkeiten noch, den Aufstieg zu schaffen in zwei Partien. Und das würde eben bedeuten, Liga 5 und Welcome Goldpäckchen, aber soweit ist es noch nicht. Team der Woche ist immer noch dasselbe, also das muss ich euch nicht zeigen. Ich klicke nochmal ganz kurz drauf, man kennt es ja schon. Das Team der Woche 30 mit Westermann, mit Ulreich. Aber das könnte ja interessant werden, wenn man nämlich gleich, hoffe ich, die Goldpäckchen ziehen dürfen. Dass wir eventuell einen von den Vögeln hier drin haben. Camacho, den hat der gute Badeschlappen gezogen. Ignacio Camacho Barnola. Hätte ich nichts gegen, also wenn wir auch mal so einen hätten. Jetzt bin ich, glaube ich, der Einzige weit und breit, der noch keinen Inform gezogen hat. Das ist eine Schande, ich weiß, aber man kann nichts dran ändern. 13 Punkte. Wir brauchen, um uns das nochmal genau anzugucken, 16. 16, um den Aufstieg zu schaffen, 19 Punkte, um die Meisterschaft zu holen, aber da will ich gar nicht nachgucken. Also wichtig wäre der Aufstieg, weil wir sind jetzt nah dran. Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal so gut schaffen. Aber es sind ja immerhin zwei Spiele. Es geht ja heute noch nicht um alles. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht hat das Franzosenteam ja genauso viel Potenzial wie die Belgier. Gucken wir einfach mal. Ich werde mir einen Gegner suchen und werde euch dann auch sofort wieder begrüßen. Bis gleich. So Leute, wir haben einen Galatasaray oder Galatasaray, was weiß ich, er hat sich anscheinend da ein bisschen vertippt. Ist eine gute Mannschaft mit drei in Form. Didier Drogba, Wesley Sneijder habe ich gesehen. Ui. Also da habe ich schon irgendwo das Gefühl, als ob der was kann. Müssen wir einfach mal gucken. Wir gehen ein bisschen defensiver an die Sache ran, weil ich eben das Team noch nicht kenne. Ne? Kennt das Team noch nicht. So, er spielt über außen, Sariolu. Spielt den Ball jetzt nach vorne. Drogba. Drogba hat die Kugel und trifft nur das Außennetz. Ich glaube, der kann was. Er nutzt es halt aus, dass unsere Innenverteidiger nicht allzu schnell sind. Wir spielen auf jeden Fall hier in Berlin. Schöner Anlass. Ich wollte gerade sagen, schöner Anlass, um hier einen Aufstieg eventuell zu feiern. Aber ich glaube, der hat eine ganz gute Mannschaft. Kommt da klasse vorbei. Lemaitre, müssen sie ihn erstmal klären. Ja, jetzt geht's wieder nach vorne. Und wieder die nächste Parade. Also ich kann euch schon mal sagen, dass das Ding hier schwer werden wird. Das wird nicht so leicht. Gibt die erste Ecke und die haben Drogba vorne stehen. Also ich bin ja sowieso schon mal anfällig für diese Art von Standardsituationen. Und ja, wenn du dann weißt, dass eben Drogba dann vorne noch rumhängt, macht es dann nicht unbedingt angenehmer. So, der ist natürlich komplett schlecht gespielt gewesen. Wir können es aber irgendwie retten. Super gespielt. Cornier kommt aber nicht hin. Nee, Balta hat den Ball. So, wir können theoretisch mal sagen, wir spielen auf Konter. Aber dann müsste ich mal bis Zeit haben, um das einzustellen. So, jetzt haben wir das mal gemacht. Oh Gott, ist das schwach gewesen. Da ist Bréchet. Also das ist Mr. Lahmarsch. Also den am besten nicht in Laufduell lassen, weil das geht schief. Das geht mit Sicherheit schief. So, langes Ding nach vorne. Torwart hat den Ball. Ich muss das ruhiger spielen. Das ist, glaube ich, in dem Spiel ja ganz entscheidend. Weil der nutzt es schon aus. Also wenn irgendeine Möglichkeit hier ist, dann wird er die auch nutzen. Bin relativ sicher. Cornier kann uns in Führung schießen. Was er aber nicht macht. Riesenchance. Da kommt er hier vorbei und geht dann auch aufs Tor. Klasse Parade. Mit dem Arm da noch dran. Meine Herren, den muss ich machen. Dann führen wir und dann sind wir auf Kurs. Und das dürfen wir uns nicht leisten. So einen Ball zu verlieren hier. Gegen Che Chu. Der spielt den Ball jetzt nach vorne. Ja, ein bisschen hecklich in der Situation ist er gewesen.
langes Ding nach vorne. Ja, unser Stürmer ist kopfballstark. Der ist nicht so die Sprintmaschine. So, aufpassen da unten. Klasse gemacht. Ja, das war nicht der Falsche. Ich wollte oben hinspielen, aber soll mir recht sein. Traoré mit der Flanke vorne rein. Kommt aber nicht an, das Ding. Leider. Da haben wir, glaube ich, gerade Sneijder gesehen. Das ist Drogba. Ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der ist wahnsinnig kopfballstark. Also immer noch. Da muss man aufpassen. Nee, der weiß genau, was ich vorhabe. Das wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht funktionieren. Das war eben ein Zufall, dass wir da durchgekommen sind. So, jetzt mal klasse gemacht. Bietet uns nichts an. Nee, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Jetzt mit der Möglichkeit nach vorne. Oh, ist das riskant gewesen. Alter Schwede, darfst du auch nicht oft machen. Weil irgendwie, irgendwann geht es mal schief. So, komm, holen. Hol ihn. Und jetzt müssen wir ihn reinmachen. Yes, das ist ein klasse Abschluss. Georgievic. Eigentlich der Mann, wo ich dachte, ja, der macht Kopfbälle. Weil er da eine 75 hat. Und dann setzt er da so ein Ding da unten rein. Dann gucken wir uns jetzt nicht nochmal an. Klasse. Super Aktion. Auch wie der den Ball hingespielt hat. Also dieses Tor war wirklich super rausgespielt. Jetzt müssen wir versuchen, das ihm zu halten. Ne? Der hat natürlich die Möglichkeit, über Flanken vorne mit Drogba das klasse zu spielen. Da müssen wir aufpassen. Vor allen Dingen keine Ecken verursachen. Ganz wichtig. Oder Freistöße. Ne? Sneijder. Der ist wirklich ein Standardmonster. Schade. Das hat er für uns gepfiffen, ne? Kann das sein? Fabinho. Fabinho von Monaco. Und jetzt vorne mal rein. Scheiße. Sorry für die Ausdrucksweise, aber wir wissen ja, dass der Georgievic da vorne steht. Mr. Kopfball. Da ist er, glaube ich, jetzt. Oh, Fallrückzieher. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich glaube, wenn der reingeht, dann breche ich hier ab. Also dann ist Land unter. So, schön fokussiert bleiben hier. Hier nicht ins Boxhorn jagen lassen von dem. Und vor allem nicht die Pässe durchkommen lassen. Das ist gut gewesen. Aber können leider nicht den Ball erobern. Um dann wirklich auf die Konter zu gehen. Balta. Mit dem Ball in die Mitte. Leitet weiter. Felipe Melo. Klasse. Nicht Innenverteidiger. Defensives Mittelfeld. Und jetzt vielleicht eine Konterchance. Langer Ball nach vorne. Naja, der kommt dahin. Ist nicht der größte der Innenverteidiger hinten bei denen. Oh, das ist gut gespielt gewesen. Ich hoffe abseits, aber ich glaube, ich hoffe vergebens. Nee, da vorne ist Drogba. Was ein Glück. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Kopfball da gewinnen würden. Das war für mich eigentlich fast schon erledigt, weil die Innenverteidiger waren nicht da. Die waren nicht da gewesen, die Innenverteidiger. So, jetzt Ball nach vorne spielen. Irgendwie Diallo. Diallo spielt den lang auf Carrasco in die Mitte. Da ist Georgievic. Der kommt auch zum Kopfball. Kann aber leider Gottes keinen Druck da reinbringen. Jetzt geht die hin und her. Bin gespannt, wie die das mitmachen hier von der Frische her. Die Jungs. Klasse Aktion. Können die leider nicht behaupten, den Ball. Hätte ich schneller wegspielen müssen dann irgendwie. So, geh weg da vom Ball. Wollte ich auch geraten haben. So, er versucht uns jetzt hier zu unter Druck zu setzen. Dürfen wir uns jetzt nicht einlullen lassen, sondern dann eher so schön ja, auf dem Weg nach vorne sein. Super. Ah, dass wir da nicht vorbeikommen. Das wäre so klasse gewesen. Aber ist eben kein Wunschkonzert. Jetzt ist er durch. Schießen weg, Alter. Und Halbzeit. Glück für uns. Gut, Schiedsrichter ist auf unserer Seite. Führung durch Georgievic. Das Schlimme ist, ein Unentschieden bringt uns wenig. Also wir müssen das schon gewinnen, weil ein Unentschieden, das heißt trotzdem, dass wir das zweite Spiel, also den Versuch 2,
gewinnen müssen, der dann ja noch kommen würde, wenn wir es heute nicht schaffen. Ja, ein 2-0, das wäre Gold wert. Das wäre wirklich Gold wert. Und das irgendwie machbar wäre. Klasse gespielt auf Cornier. Cornier kann sich da behaupten. Cornier ist vorbei. Djordjevic ist vorne. Der da nicht drankommt. Ah, oh, da habe ich fast auch schon gedacht, 2-0, aber was eine Parade da hinten. Vom Keeper. Ich muss irgendwie versuchen, Djordjevic zu finden. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Da ist er. Ne, war die 3. Muslera. Hat er eine komplette Galatasaray-Mannschaft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang nicht so wirklich drauf geachtet. Cornier jetzt mit der Flanke. Und der ist im Tor. Ich werde wahnsinnig. Diallo. Das ist unser offensiver Mittelfeldspieler. Der macht hier das 2-0 nach einer Ecke. Zwei Männer waren da vorne. Das ist ja abartig. Zwei Leute von uns waren vorne. Und der bekommt den Ball. Das ist Hammer. Und der kommt jetzt dadurch mit Hajrović. Darf natürlich so nicht passieren. Also was ein Gewurschtel da hinten. Jetzt, wenn jetzt ein Tor fällt, dann haben wir das komplett da, uns selbst zuzuschreiben. Das hätten wir dann viel schneller klären müssen. So, Konter spielen wir ja sowieso schon. So, er versucht natürlich jetzt was. Und wenn er offensiv spielt, dann können wir das vielleicht sogar nutzen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt, Djordjevic. Der erste Schuss von ihm war besser. Der war definitiv besser. So, ruhig spielen. Irgendwie versuchen, ihn hier zu beeindrucken. Und er muss schneller wegspielen. Dann wäre es nämlich eine gute Chance geworden. Aber macht er nicht. So, komm, hol die Kugel. Wieder nicht. Also das ist jetzt schon die zweite Situation, wo wir das viel, viel schneller abspielen müssen. Komm hin. Er schafft's nicht. Er schafft's dann nicht zum Ball. Nee, also mit Schnelligkeit sind die Jungs nicht gesegnet. Aber ihr habt ja gerade gesehen, Kone. Zweikämpfe können sie definitiv. Aber was ist das denn bitte? Solche Pässe da zu spielen, das ist absolut tödlich. Einfach mal rausschießen, mit dem Mann hinterherlaufen, aber gut, den kriegt er. Vielleicht können wir den unter Druck setzen, dass er einen Fehler macht. Aber da ist keiner. Nee, wir spielen ja auf Konter. Wo soll da einer sein? Ist klar. Balta. Cornier, klasse gespielt auf Diallo. Diallo, vorne ist Djordjevic. Ah, wir kommen nicht an den Ball. Kommen da leider nicht dran. Jetzt die nächste Situation. Drogba. Solange der da hinten rumläuft, ist mir das relativ egal. Ne? Dann kann er uns vorne keinen Schaden zufügen. So, ganz ruhig jetzt. Auf der rechten Seite. Fabinho. Wo bleibt der? Wieso kommt er nicht mit? Da lässt er den Brichet. Da lässt er den Lahmarsch. Der Lahmärsche lässt er da zum Ball gehen. Also das kannst du manchmal auch keinem erzählen. Ihr seht jetzt schon, wie offensiv der ist. Hat jetzt Glück, dass er den Ball wiederbekommt. Mit dem langen Ding einfach mal nach vorne. So, jetzt haben wir die Chance vielleicht mit Djordjevic, dass der mal gehen kann. Djordjevic geht. Klasse, habt ihr wieder gesehen, die Zweikampfarbeit. Super Aktion, Djordjevic dauert zu lang. Wenn es denn war, ich nehme einfach mal an, dass es der Fall ist. Torwart draußen. Also der geht jetzt hier auf alles und der spielt jetzt hier wirklich Harakiri nach vorne. Klasse Aktion von unseren Spielern. Also die schmeißen sich jetzt da rein, das ist unfassbar. Ball nach vorne, Diallo. Diallo ist schnell. Der Torschütze vom 2-0, klasse nach vorne. Wir schaffen es aber nicht, ihn reinzumachen. Das wäre, glaube ich, dann die Entscheidung gewesen. Jetzt über Inan. Inan. So, Jungs, kommt nach hinten. Irgendwie müssen wir das jetzt probieren. Drogba. Versucht den reinzuflanken, gibt Ecke. Die wollte ich nicht haben. Da hinten sehen wir die gefährlichen Jungs. Langes Ding nach hinten.
Und ich denke mal, das müsste Abschluss geben. Ich hoffe zumindest. Ja. Ich hoffe zumindest. Ja, 78. Minute. Pionier, unser Keeper. Einfach mal lang gespielt. Šorčević hinten im Kopfballduell. Fabinho geht jetzt durch. Geht jetzt hoffentlich weiter durch. Klasse jetzt auf Cornier. Cornier oben ist Šorčević. An die Latte, Šorčević nochmal. Wieder an die Latte. Sag mal, sind die denn bekloppt? Also was für Szenen jetzt hier. 81. Minute. Das hätte natürlich die Entscheidung sein können. Ist es aber nicht. Es redet sich immer gerne mit hätte, wäre, wenn. Aber Tatsache ist, wir haben hier noch nichts gewonnen. Der Aufstieg ist so nah. Der Aufstieg ist so nah. Und jetzt hat Šorčević die Möglichkeit, die er verstreichen lässt. Mit links. 84. Minute. Da ist er wieder. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, die Bälle hier wegzunehmen. Oder eben dann auf solche Fehlpässe zu hoffen. So, jetzt spielen nach vorne. Dann kann er hinkommen. Dann kann er hinkommen. Er versucht es lang. Und da kommen wir nicht dran. Das war, glaube ich, blöd. Jetzt auch das mit dem Ball zurückspielen. So, Außenbahn. Außenbahn. Er versucht jetzt mal einfach durchzukommen. Raus jetzt. Irgendwie. Irgendwie Kopfballduell gewinnen. Und jetzt vorne. Ah, klasse, dass er sich durchgesetzt hat. Das war ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Versucht den Ball durchzuspielen. Kommt nicht vorne an. Also das ist Wahnsinn, wie die sich reinhauen hier. Jetzt haben wir die Chance. Carrasco. Bleibt hängen. Bleibt hängen. Nächste Chance kriegt er nicht mehr. Es läuft schon die 90. Also jetzt müsste schon was passieren. Und 2-0 ist hier der Endstand. Und ich glaube es nicht. Also wenn jetzt das Spiel nicht abkackt, dann sind wir Fünftligist. Mit 2 Toren haben wir den hier niedergerungen. Mit seiner Mannschaft. Ich glaube, das ist wirklich die Mannschaft von Galatasaray, die er hier hat. 546 Punkte bekommen wir. Cornier 9,0. Was für eine Leistung hier. Und wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt. Wir sind aufgestiegen in Liga 5. Und das heißt, wir dürfen uns Goldpäckchen packen. Jetzt ist halt nur die Frage, was mache ich jetzt? Weil im Prinzip bin ich ja noch kein Fünftligist, ob ich jetzt schon Goldpäckchen machen darf. Also wir haben ja noch ein Spiel. Ich kann ja den Titel noch holen. Theoretisch jetzt. Ah, bin ich gerade aufgelöst. Also das habe ich nicht erwartet, dass wir das wirklich schaffen, weil der hat so toll angefangen und der hat ja auch eine eingespielte Mannschaft. Von Galatasaray waren. Dann haben die natürlich eine Chemie bis zum Abwinken. Ja, und gerade schlecht war der auch nicht. Oh je, oh je. Ich glaube, wir gucken gerade mal rein hier in die Sets. Was da so los ist. So, Gold, was sieht's denn aus? Also die 7,5er gibt's hier. Nee, also ich glaube, wir machen dann noch ein paar hiervon. Zumindest ein paar. Also das ist wie so ein Übergang eben aussieht. Dass wir jetzt ein paar Silberdinger aufmachen. Vielleicht haben wir da noch einen Inform drin. Und dann eben auf die Gold übergehen. Also das wäre dann so mein Wunsch. Davies. Clark. Also ordentlich England hier. Wo spielen die denn alle? Championship. Football League 2. Championship. Ja. Also ich glaube, der Einzige, der dafür sinnvoll wäre, wäre er hier. Davies. Tempo. Schuss ist klasse. So, das ist hier Tranmere Rovers. Das sieht aus wie ein Schachbrett. So ein bisschen. Ja, das schicken wir alles an den Verein. Eins geht nicht, wie gesagt. Was ich auch noch erwähnen muss, die Geschichten, die ich auf den Transferliste gepackt hatte, das hat nichts gegeben. Also ich habe die angeboten, wollte kein Mensch. Ich habe es ja schon erwartet. Für sowas gibt einfach keiner Kohle aus. Fertig, aus. Und da haben wir Sakko. Sakko ist ein Football League One Spieler. Was macht der denn bitte da? Das habe ich mich gerade schon gefreut. Ein 74er seltenen Franzosen für die Ligue-Mannschaft. Aber nee, ist nicht. Da haben wir noch einen Championship-Spieler. Mit Warney. Was kann der denn? 75er Tempo. Guter Kopfballwert. Siena ist hässlich. Junior FC. Das können wir vielleicht mal bei... Ja, beim Auswärtstrikot installieren. Ja, machen wir das mal hier hin. Ist ja auch egal. Man muss ja nicht mit jedem mal gespielt haben.
Das war vielleicht am Anfang noch cool, wo wir noch sehr wenig hatten. So, schicken wir alles weiter. Wir haben jetzt 91.000. Ich denke mal, wir machen jetzt hier noch eins mit Messi, weil das gerade so schön passt. Das letzte Silberpäckchen vorübergehend, würde ich sagen, was wir hier aufmachen. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Heufeld. Southampton ist für die Barclays Premier League nicht so schlecht. Ein Innenverteidiger, der aber allerdings recht langsam ist. Der spielt in Brasilien bei Portuguesa. Und dann haben wir noch Johnson, ein Major League Soccer Spieler. Tja, da haben wir ja auch überhaupt nicht mitgespielt mit denen, aber hat sich auch nichts angeboten. Da hatten wir am Anfang ganz viele Spieler und dann fehlten da immer noch welche. Das hat natürlich dann nicht unbedingt erleichtert. So, 88.000. Ich würde aber fast sagen, weil ich jetzt gerade drin bin, also dann machen wir das wirklich so, dass wir erst ab der nächsten Folge die Goldpäckchen aufmachen. Wenn ich dann wirklich in Liga 5 bin, fände ich dann irgendwie besser. Der Gasola, der spielt in der Serie B. Da haben wir noch einen Linksverteidiger, Touran, Ligue 1. Ja, nicht schlecht, guter Verteidigungswert, gutes Tempo. Und Dauda, South African League. Brauchen wir nicht, haben wir nicht. Castilla, Real Madrid, Castilla, Gastrico. Will ich das haben? Das ist im Prinzip chillig, ne, das ganze Ding. Das sieht aus wie ein Real Madrid-Trikot, aber es ist es nicht. Es ist nämlich das von den Kleinen, von der B-Mannschaft, die in der zweiten spanischen Liga spielen. Meine Güte, also das war eben absolut nervenaufreibend. Ja, was mir wirklich imponiert hat, war die Zweikampfstärke der Mannschaft. Sowas von reingekloppt haben die sich. Und ich glaube, das war auch immer der Schlüssel, dass wir da die Zweikämpfe eben gewinnen konnten. Saha! Oh, das hat sich noch gelohnt, dass wir die Silberpäckchen gezogen haben. Wilfried Saha, der ist glaube ich, richtig was wert, der Typ. Also ich schicke den gerade mal... Nee, ich schicke den nicht in den Verein. Wir wollen ja gerade mal gucken, was der wert ist. Auswählen. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Ich glaube, der war mal teuer damals. Seht ihr das? Das ist noch der neue. Das ist noch der von, ich glaube, Cardiff City. Der hat sich, glaube ich, richtig gelohnt. Wenn hier überhaupt einer drin ist. Ansonsten darf ich den Preis bestimmen, oder was? Geil. Wilfried Saha, den würde ich natürlich auch gerne mal spielen. Barclays Premier League kann ich auch dann demnächst. Weil ich glaube, wir haben einige Spieler von der DPL, die wir dann natürlich auch einsetzen dürfen. Also alle Goldspieler, die wir ja schon haben, die wir ja in diesen Special Packs gezogen haben, 5 Jahre Ultimate Team zum Beispiel, die dürfen wir einsetzen. Klar, ne, wir haben sie ja gezogen. Ne, super. Und er hier, Delfo Neso, ist auch nicht schlecht. 90er Tempo, 75er Dribbling, guter Kopfball, wert Football League One. Also da habe ich auch ein Team zusammengebastelt, weil wir einfach verdammt viele Engländer haben. Dann haben wir noch Deutz, Eredivisie, schöner zentral-defensiver Mittelfeldspieler. Sehr ausgeglichen. Also wenn man sich das mal anguckt, der ist zwar nicht schnell, aber ich glaube, ein ZDM, der muss es auch nicht unbedingt sein. Der muss eher zerstören können. Und endlich mal ein Koreaner. Es gibt doch Silberkoreaner. Ich habe es ja nicht für möglich gehalten. So, die Dinger werden alle in den Verein geschickt. Nee, das hat sich echt dann gelohnt. Dass wir hier die Silberpäckchen weiter durchziehen. Ich glaube, bis 75 gehen wir. Wenn ich rechne mit 7,5 für die Goldpäckchen, dann kommen wir ungefähr bei 10, wären wir bei 75.000. Dann wäre das heute das letzte gewesen. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm, weil da haben wir wahnsinnig viele Spieler drin hier in dem Päckchen gehabt. Startsguard für die Superliga. Bro League, Larsen. Ja, ich weiß, das hört sich an wie Bro League. Klingt aber einfach schön, als wenn ich jetzt Bro League sagen würde. Das klingt so ein bisschen wie irgendein Teebeutel. Larsen. Nee, der ist nicht schlecht, der Kerl. Ist zwar auch nicht so schnell, aber guckt euch mal die Defensivwerte an. Also das ist dann der zweite Innenverteidiger neben dem brasilianischen Ungeheuer, dem Kanu. Spur haben wir hier, Linksverteidiger, Championship. Da haben wir schon zu viele. McDonald's, Football League One, ZM. Soumaré, der spielt Major League Soccer. Innenverteidiger haben wir auch schon viel zu viele von. Dodo, Serie A, Linksverteidiger haben wir auch mit Balzaretti im Besseren. Ginkiewicz, Extraglaser-Torwart. Und dann auch noch Verdi, Serie B, linker Flügel. Was für viele, das ist ja unnormal hier. Nur 3 oder mit dem zusammen 4 Objekte, die eben nicht. Das hier aktivieren wir jetzt mal. Herkules, spanischer Zweitligist, Herkules Alicante. Academica, ist weiß. Passt, ne? Können wir hier hin machen.
Oh je, was ein Glück. Also aufgestiegen, Pack. Ich würde nicht sagen Luck, aber eigentlich doch mit Saha. Ich glaube, da haben wir einige Packs wieder reingeholt mit dem. Und dann vor allem noch den Cardiff City Saha, der wahrscheinlich dann noch mehr wert sein wird. Nee, ich freue mich drauf. Die Goldsets, das bedeutet ab 5000, wir nehmen natürlich dann die großen, denke ich mal, dass es einfach sinnvoller ist. Und ich bekomme überhaupt den Aufstieg überhaupt. Für Münzen, das steht ja da irgendwo. Ich kann mal gerade nachgucken, spielen. Online-Saison, da steht das ja am Rand, irgendwo, bei der laufenden Saison. Ja, wir bekommen 4800. Das heißt knappe 5000 nochmal. Dann können wir uns sogar noch eins leisten. Dann machen wir noch ein kleines Silberding auf. Nicht ein kleines, ein großes. Und dann bekommen wir die Kohle, ja. Da haben wir 75.000 für unsere erste Pack-Opening-Folge mit den Gold-Packs wirklich in dieser Road to Glory. Super. Ja, kann natürlich jetzt eigentlich nur Rotze drin sein, aber im Ganzen, was wir jetzt schon hatten. Oder ich habe jetzt hier das bombastische Glück und habe damit das ganze Glück für das Jahr aufgebraucht und habe ein Inform drin. Das wäre natürlich ein Ding. Santini. Tocha. Colombianer, Major League Soccer, da hagelt es jetzt Spieler. Santini ist Pro League. Und ja, ein guter Stürmer, würde ich sagen, für die Mannschaft. Der nächste Silber-Koreaner, der ist sogar noch selten. Und auch der ist wieder flott. Ich habe keine Ahnung, woran das zusammenhängt. Und Tirza haben wir auch noch aus der schottischen Premier League. ZM. Was haben wir denn hier doppelt? Molten Road. Das haben wir schon. So, wie viel haben wir jetzt hier? 73.000. Dann können wir sogar noch eins machen, ne? Dann können wir noch eins machen. Also, warte mal. Nee, können wir nicht. Das knappt ganz knapp nicht dann. Aber das schaffen wir eigentlich dann doch, weil wir bekommen ja immer Münzen wieder drauf. Wir machen noch eins, Mensch. Hier wird nicht gerechnet. Hier wird jetzt gezogen, Mensch. So, letztes Päckchen für heute. Und wir haben Forza. Isaac Forza von den Salzburgern. Red Bull Salzburg, österreichische Bundesliga. Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Innenverteidiger in den letzten beiden Folgen. Edilson. Brasilianische Liga. Dann haben wir Elding für ein mögliches Electricity League Team. Und sogar noch 500 Münzen. Also passt es jetzt tatsächlich noch. Ja, das sind knapp 70.000. Das funktioniert. Ungefähr, ganz knapp, weil der wird auch noch abgestoßen, der Arschjampon. Ich weiß nicht, ist der was wert? Ist der was wert? Den haben wir ja schon. Anbieten, Preisvergleich, ich glaub's nicht. 850, 1400? 150, 600, ist auch keiner geboten hier. Ja, ich tue ihn trotzdem, glaube ich, mal drauf. Vielleicht geht ja da irgendwas. Also wenn der irgendwo schnell ist, 87er Tempo hat, dann kann man das, glaube ich, mal machen. 150, ich weiß nicht, wie viel soll ich anfangen, 6 Stunden? Sofort kaufen weiß ich jetzt auch nicht. Also wir hatten ja eben diese 1,4, glaube ich, drin stehen gehabt. Ich mache mal 1,2 oder... Nee, lass ich raus. Also sollte der wirklich viel wert sein, was ich ja nicht weiß. Und ihr wisst es und schlagt dann bei einem eventuellen Sofortkauf reißt die Hände über dem Kopf zusammen. Nee, also ich denke mal, wir fangen beim Abstoßenpreis an. Das wird wahrscheinlich ungefähr 200 noch was Münzen sein. Starten wir bei 300 und gucken uns einfach mal an, ob der was bringt, ne? Also besser als bei den anderen, die ich letztens angeboten hatte. So, alles zum Verein. Und ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf ja die nächste Folge. Die wird dann ja... Ja, nee, das Meisterschaftsspiel, das muss ich ja nicht zeigen. Das kann ich einfach so spielen. Ich pepp die Mannschaften auf und spiele damit einer, wo ich meine, das wäre ganz cool. Und ihr seht es dann ja. Ich kann euch das ja nachreichen, wenn das Ergebnis dann unten... Oh, und dann sehen wir uns wieder. In Liga 5, wir huldigen nochmal der Klasse-Truppe von heute, unsere Ligue-1-Mannschaft, die den Aufstieg gepackt hat in die 5. Liga. Super Geschichte und von daher jetzt für heute. Macht's gut, ciao, ciao.